Ja, moin Leute, hier ist wieder Tim von Unendlich Sein und diesmal ein Video zu einem Thema, was mir wirklich schon seit langer Zeit am Herzen liegt. Denn das Thema Hochsensibilität, wie ihr schon am Titel erkennen könnt natürlich, ist ein ganz wichtiges Thema, weil es sich einfach sehr gut einfügt in die Sachen, die ich schon die letzten Monate und Jahre immer wieder gemacht habe. Etwas, was mir selber sehr am Herzen liegt und wovon ich auch glaube, dass es viele, die diese Videos gucken, selber betrifft. Deswegen will ich euch jetzt erstmal gleich eine kurze Einführung geben, was bedeutet Hochsensibilität. Dann will ich euch meine Geschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin, das zu entdecken und wie sich das in meinem Leben ausgedrückt hat. Und zu guter Letzt natürlich ganz viele Tipps und Tricks, wie man damit umgehen kann, wie man Wege, die ich gefunden habe für mich und von anderen gelernt habe, wie man sich nicht so überfordert fühlt von der ganzen Welt. Kurz zusammengefasst sind HSPs, so wie ich das jetzt abkürzen würde, also hochsensible Persönlichkeiten oder Personen, einfach Leute, die tiefer fühlen als andere, die mehr wahrnehmen. Und das sind sogar 20% circa der Menschen sind HSPs oder haben HSP-Züge. Das heißt, es sind Sinneswahrnehmungen, die einfach verstärkt sind und man fühlt sich dann oft überfordert von Menschenmengen, von Gerüchen, von Lärm, von allem Möglichen, was man über die Sinne wahrnehmen kann. Und oft, und das ist der größte Punkt, glaube ich, auf den ich auch auf jeden Fall auch eingehen werde, ist, dass man Gefühle und Emotionen von anderen viel stärker wahrnehmen kann und das oft irgendwie dann nicht einordnen kann. Ist das jetzt, fühle ich das jetzt gerade oder ist das nur was, was ich von außen wahrnehme? Und das ist nur eine kurze Einführung. Wer mehr zu dem Thema wissen will, ich habe nochmal eine Buchbeschreibung, Empfehlung nochmal in der Beschreibung. Da könnt ihr euch nochmal mehr zu reinlesen. Jetzt will ich euch erstmal meine Geschichte erzählen und ich glaube, dann könnt ihr euch damit schon ein besseres Bild dafür machen, wie sich das ausdrückt und vielleicht erkennt ihr euch ja auch in dem einen oder anderen auch davon wieder. Als erstes muss ich sagen, ist es eine Riesenerleichterung für mich gewesen, als ich damals erkannt habe für mich, dass ich hochsensibel bin. Denn ich habe immer gedacht, vor allem als Kind, ich bin irgendwie nicht normal mit mir, stimmt irgendwas nicht. Und das war etwas, was mein ganzes Leben geprägt hat und was so ein Kernthema ist, mit dem ich immer noch arbeite. Und einfach zu erkennen, dass es einen Grund dafür gibt oder eine Erklärung dafür, warum ich diesen Glaubenssatz oder diese Überzeugung entwickelt habe und das zu diesem Thema zusammenpasst, das war einfach enorm erleichternd. Und bei mir war es damals so, dass ich ein paar Sitzungen immer mit einem Heilpraktiker hatte und im Gespräch dadurch kam es einfach hoch. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht viel davon gehört, aber als er mir das beschrieben hat und wie er, als er mich gespiegelt hat, da ist wirklich mir ganz viel so, boah, was, krass, krass, macht Sinn, macht Sinn. Und dann habe ich ganz viel dazu gelesen, natürlich wieder mich damit auseinandergesetzt und habe erkannt, ja klar, das bin ich und das macht Sinn. Und das ist ein großer Teil von dem, was ich bin und wer ich bin. Wie sich das für mich vor allem ausgedrückt hat, war, dass ich sehr tief unter die Oberfläche von anderen Menschen sozusagen reinfühlen konnte. Und das Ding ist, wenn man ein Kind ist, gerade so in den ersten 5, 6 Jahren, hat man schwer noch eine Abgrenzung oder ein Gefühl dafür, wer ich bin und wer um mich rum ist. Das heißt, ich war da, habe diese ganzen Gefühle wahrgenommen, diese ganzen Dinge, die vielleicht von meinen Eltern, von meiner Umgebung, von anderen Leuten einfach nicht gefühlt wurde oder angeguckt wurde. Und ich habe das alles wahrgenommen und ich habe mich immer als Grund für diese Gefühle gesehen. Das heißt, ich habe alles, was ich gefühlt habe und nicht in Einklang bringen konnte mit der Handlung oder dem Auftreten der Person um mich herum, auf mich bezogen und internalisiert und mich als Grund dafür gesehen. Und das war immer etwas, was ich anfangs auch meinte, was mich immer dazu geführt hat, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Das sind all diese Dinge, die anscheinend aus mir erwachen oder die, an denen ich schuld bin. Dazu kommt noch, dass ich in einer großen Schule war, wo viele Leute waren, viele Kinder. Und ich war enorm überfordert. Zudem kam natürlich vielleicht noch dazu, dass ich noch ein bisschen zu jung eingeschult war. Rückblickend zumindest würde ich sagen, war ich vielleicht noch zu jung. Und das war einfach enorm überfordernd. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich zu integrieren am Anfang und reinzukommen in das Ganze. Und dazu kam einfach noch das ganze Urteile oder Beleidigungen, all diese Dinge total auch verinnerlicht wurden. Das heißt, ich glaube, es ist ein großer Zug von HSP-Leuten, dass diese Urteile und Beleidigungen von anderen sehr stark auch empfunden werden und wahrgenommen werden und sehr tief treffen. Das heißt, man fühlt halt alles tiefer und damit halt aber auch Freude, Spaß und so weiter, aber halt auch diese Stiche und diese Beleidigungen, die von der anderen Seite vielleicht ganz anders gemeint waren oder längst nicht so krass, treffen trotzdem tief ins Selbstbild und verrotten da sozusagen das eigene Selbstbild so ein bisschen. Klingt ein bisschen dramatisch, aber es hat mir auf jeden Fall sehr schwer gefallen, in der Schule klarzukommen anfangs. Und es wurde zum Glück immer besser mit der Zeit, aber es war sehr schwierig. Und gerade wenn dann
Kinder gab, die mich gemobbt haben oder fertig gemacht haben. Gab es zum Glück auch nicht so viel, aber immer wenn das war, hat es sehr tief geschnitten und sehr tief reingegangen in mein Selbstbild. Und heute, wo ich all das rückblickend ganz anders wahrnehmen kann, sozusagen in einen neuen Rahmen packen kann und ganz anders beurteilen kann, hat sich ganz viel natürlich schon mal gelöst und ich kann ganz anders mit diesen Teilen in mir reden und arbeiten, die das damals erlebt haben. Natürlich, denen zu erzählen, ja, du bist einfach HSP-Mensch und bla bla bla, das hilft natürlich alles nichts. Man muss natürlich auf diese emotionale, gefühlte Ebene vielleicht auch eingehen, aber es hilft trotzdem mir enorm, mich zu verstehen, wie ich bin. Und jetzt kann ich es immer mehr auch als Gabe, als Teil meiner Berufung vielleicht sogar sehen, weil ich einfach Menschen sehe, wie sie wirklich sind und nicht so, wie sie vielleicht nach außen tun. Und das ist manchmal schwierig. Manche Leute spüren das, glaube ich, intuitiv und kommen da nicht so gut mit klar. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da einen guten Weg für mich gefunden habe, das auch nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen. Das heißt, da komme ich gleich in den Tipps und Tricks noch zu, dass diese Wahrnehmung von anderen, die sich oft mit der eigenen vermischt, kann natürlich auch schwierig werden. Aber gleichzeitig hilft es mir auch in meinem eigenen Prozess, mich einfach auch tiefer wahrzunehmen und direkter zu spüren. Das ist ja nicht nur das Fühlen nach außen, sondern aber auch nach innen. Und dazu kommen auch Themen wie Kunst und Musik, wo ich zum einen eine sehr große Wertschätzung habe von anderen Sachen, aber gleichzeitig auch einen großen Bezug dazu habe, selbst mich da so zu betätigen. Und dass einfach mir diese kreative Ader, ich diese kreative Ader für mich nutzen will, einfach auch mich auszudrücken. Und das sind einfach alles diese positiven Aspekte des Ganzen, die mir auch geholfen haben, das immer mehr als Geschenk wahrzunehmen und als etwas, was besonders ist. Nicht so wie als Kind, wo ich es einfach als Fluch vielleicht gesehen habe, ohne zu wissen, was es da überhaupt war. So, und das war so ein bisschen meine Geschichte. Natürlich hat das noch viel mehr Aspekte und Geschichten, aber ich hoffe einfach, ihr habt einen groben Eindruck davon, wie das ist. Und vielleicht erkennt ihr das eine oder andere wieder und hilft euch vielleicht auch dabei, so ein bisschen mehr euch zu verstehen. Deswegen springen wir jetzt einfach mal schnell zu den Tipps und Tricks und gucken mal, was kann man denn machen, damit man nicht so überfordert ist, damit man die Ruhe bewahren kann und sich in sich selbst stark stehen kann. Der wichtigste Punkt natürlich ist, wenn man ganz viel Input von außen hat, ganz viel Eindrücke, Sinneswahrnehmung und so weiter, dass man sich Zeit nimmt, die Akkus aufzuladen, zur Ruhe zu kommen, abprallen zu lassen und erstmal sich wiederzufinden. Deswegen, das hat für mich drei Aspekte. Der eine ist, sich Ruhepausen zu nehmen, Ruhephasen zu nehmen. Sei es jetzt für sich im Alltag, wenn man mal sagt, okay, ich gehe jetzt mal ein paar Minuten spazieren oder ich gehe jetzt mal auf Toilette und atme vielleicht mal 5 Minuten durch. Es gibt verschiedene Wege, wie ihr für euch im Alltag einfach Wege suchen könnt, wo ihr mal durchatmen könnt, zur Ruhe kommen könnt und euch wieder spüren könnt und weg von diesen ganzen anderen äußeren Einflüssen geht. Und dazu kommt natürlich auch sowas wie Meditation. Dazu habe ich natürlich auch schon Videos gemacht. Könnt ihr euch nochmal angucken, wenn das noch ein neues Thema für euch ist, aber das geht genau auch in dieses Thema rein. Ne? Bewusst atmen, sich spüren und all diese anderen Dinge abfallen zu lassen. Und was dabei sehr hilfreich sein kann, ist natürlich Natur. Also Natur, ob es jetzt Seen sind, Berge, ne, ihr wisst, was Natur ist. Wenn wir da einfach, oder ich merke das immer ganz stark, wenn ich in der Natur bin, dann spüre ich erstmal meine eigene Unendlichkeit viel mehr, bin verbunden mit dieser stillen Präsenz der Natur und des Waldes oder was auch immer. Und es hilft mir allein schon runterzukommen und diese ganzen Stadteindrücke so ein bisschen abfallen zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Und das ist einfach schön. So, die nächsten Punkte sind einfach auch, gehen auch wieder ineinander. Und als erstes würde ich euch mitgeben wollen, was ich eben auch bei mir schon in meiner Geschichte meinte, dieses Reframing oder in Neubetrachten der eigenen Kindheit, der eigenen Geschichte unter diesem Aspekt der Hochsensibilität. Das heißt, wenn ihr euch selbst erkennen könnt als diese Person, die stark fühlt, wie sich das auch immer für euch ausdrückt, dann könnt ihr einfach auch nochmal eure eigene Geschichte ganz anders wahrnehmen und beurteilen. Und all die Urteile, die vielleicht darüber entstanden sind, über euch und eure vielleicht Schwächen oder warum seid ihr nicht so wie andere, bla bla bla, dass das alles nochmal in einen neuen Rahmen gepackt werden kann und neu betrachtet werden kann, um euch einfach nochmal ein anderes Selbstbild zu vermitteln, was halt vorher aus einer negativen Sicht auf diese ganzen Themen geguckt hat. Und dazu kommt natürlich auch das Thema innere Kindarbeit, emotionale Arbeit, was ich auch schon immer wieder hier in den Videos verpacke, weil ich denke, das ist einfach ein ganz essentieller Teil des Lebens und der eigenen Entwicklung. Und deswegen ist da auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man unter dem Gesichtspunkt HSP betrachten muss, Co-Abhängigkeit und dieses Helfersyndrom. Das sind beides Punkte, in denen ich mich auch sehr stark ausgeprägt habe und immer noch Muster in mir habe, die in diese Dinge reinfallen. Also Co-Abhängigkeit bedeutet sozusagen, dass man sich abhängig macht von einer anderen Person oder
in einer anderen Person die eigene Erfüllung sucht oder den eigenen Wert. Und das Helfersyndrom kennt ihr, glaube ich, alle, ne? Dass man, gerade weil man die anderen Personen vielleicht so stark fühlt und gerade weil man dann einfach so eine empathische Ader hat, sich immer sehr stark dazu hingefühlt, anderen zu helfen, damit es anderen besser geht, weil wenn es anderen besser geht, fühle ich mich ja auch wieder gut, weil dann sind diese äußeren Bombardements an Gefühlen und so weiter nicht mehr so stark. Das heißt, das ist auch was, was ich auf jeden Fall vielleicht nochmal erwähnen hätte können in meiner Geschichte, dass dieser Wunsch immer da war, dass es allen anderen gut geht. Dass man dafür sorgen wollte, dass es allen um einen rum gut geht, weil wenn es allen um einen rum gut geht, ne, reflektiert sich das wieder auf einen zurück und man fühlt halt nicht mehr diesen ganzen unbewusst flackernden Emotionen und so weiter, sondern fühlt diese, dass alles gut ist. Und deswegen sind das oft Muster, die wir fallen, die allerdings uns auch begrenzen. Deswegen hilft es, sich damit näher zu befassen und das Ganze anzugucken. Und dann ist natürlich auch der Punkt, der noch dazu kommt, was ich auch meinte mit dem Buch zum Beispiel, dass ihr euch einfach dazu nochmal ein bisschen mehr durchliest, dass ihr euch selber damit nochmal Verständnis schafft und das Ganze, wie gesagt, nochmal positiv betrachten könnt und vielleicht auch für euch selbst noch eigene Stärken und Kräfte da aus dieser Gabe, sage ich jetzt mal, herausziehen könnt. Und was ich auch schon erwähnt habe gerade, ist natürlich die künstlerische Seite. Weil ich denke, natürlich ist jeder Mensch kreativ und jeder Mensch hat auf seine Art auch empathische und feinfühlige Seiten. So, aber bei manchen ist das, wie gesagt, stärker ausgeprägt und dadurch auch ein stärkerer künstlerischer Output, der vielleicht benötigt wird. Das heißt, jeder hat auch von euch bestimmt seine eigenen Möglichkeiten, wie er sich künstlich ausdrücken muss, durch Musik, bildende Kunst, was auch immer. Es gibt da ja ganz viele Sachen, wie man kreativ sein kann. Und das ist einfach, glaube ich, was ganz Wichtiges, um mit diesem inneren Teil einfach auch in Kontakt zu kommen und den zu stärken. Und genau, als letzten Punkt würde ich dann nochmal was mitgeben wollen. Das ist aus meiner Sicht etwas spirituell-esoterisches vielleicht, was aber auch sehr hilfreich sein kann. Das heißt, das könnt ihr für euch benutzen, wenn es euch anspricht. Wenn nicht, dann lasst es ruhig in Ruhe. Aber das ist ein Mantra oder ein Satz, den ihr für euch natürlich auch selbst formulieren könnt. Für mich ist es in etwa so, wie ich schicke alles, was nicht mir gehört, aus meinem Energiefeld und transformiere es im höchsten Licht. Sowas in die Richtung. Das heißt, ein Satz oder eine Intention, die ihr ausschickt, die euch darauf konzentriert, dass das, was in eurem Energiefeld, wenn man so will, in eurem emotionalen Körper oder wie auch immer, sich angesammelt hat, dass das losgesetzt wird, transformiert wird und in seine höchste Qualität sozusagen durch Alchemie, wenn man will, verwandelt wird. Das ist auch nochmal was, was sehr hilfreich sein kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin großer Musikfan natürlich, habe ich vorhin schon erwähnt. Und wenn ich in Menschenmengen bin, wenn ich mit der Bahn fahren muss oder so weiter, ich habe immer Ohrdinger drin. So. Also ich höre immer Musik, wenn ich unterwegs bin eigentlich. Zum einen schottet es mich ein bisschen ab von diesen äußeren Einflüssen. Und zum anderen aber, was viel wichtiger für mich ist, kann ich bei mir bleiben, mich auf mich konzentrieren und präsent bleiben. Natürlich, man kann auch Musik hören, um sich abzuschalten und sozusagen den Kopf einzuziehen. Für mich ist einfach eher ein konzentriert, fokussiert auf mich bleiben und weniger von den anderen sein. Das heißt, das ist vielleicht auch, was euch ansprechen kann. Man muss natürlich nicht Musik hören, kann auch, weiß nicht, Hörbücher oder sowas hören. Für manche ist das vielleicht aber auch gar nichts. Für die ist das noch zu überfordernd, ist das noch zu viel. Ne? Für mich ist das einfach was sehr Hilfreiches. Deswegen dachte ich, bringe ich das auch nochmal schnell mit rein. Und das waren sie eigentlich. Erstmal meine Tipps und Tricks, wie man am besten mit dieser Situation der Hochsensibilität umgeht, mit dieser Feinfühligkeit und wie ihr damit am besten klarkommt, mit dieser Gabe, die ihr habt, zu leben und die Geschenke, die ihr habt, auch teilen zu können. Und ich bin gespannt auf eure Geschichten, auf eure Rückmeldung zu dem Thema. Schreibt mir das ruhig in den Kommentaren oder bei Facebook, wo auch immer, eine Nachricht. Bin ich auf jeden Fall sehr neugierig immer. Und das war's dann auch wieder von mir. Das würde ich sagen. Lasst uns unendlich sein. Wir sehen uns bald wieder. Euer Tim.